Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kretschmer, Sie verzeihen und verstehen wahrscheinlich auch, dass ich anders anfange. Eine der größten Kritiken am bundesdeutschen Bildungssystem ist die hohe Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Situation der Lernenden. Diese Befunde ziehen sich durch alle Bildungsstufen, von der Schule bis zur Weiterbildung. Und wenn man sie beheben will, muss man sehr früh anfangen, also schon in der frühkindlichen Bildung. Und man muss auch nach der Schule Möglichkeiten des Bildungsaufstieges verbessern. Die Aufstiegsfortbildung, also das sogenannte Meister-BAföG, ist solch ein Weg, da sind wir uns einig. Und die Bundesregierung will nun mit der vorgelegten Gesetzesnovelle die Bedingungen dafür verbessern, und das ist auch dringend nötig. Seit Jahren stagniert nämlich der Zulauf zu den Maßnahmen und Bildungsgängen an den Fachschulen, die damit meistens befasst sind. Etwa 172.000 Geförderte gab es im Jahr 2014, und das ist nur 0,2% mehr als im Jahr davor. Das kann uns nicht zufriedenstellen, auch besonders angesichts des hohen Bedarfs an qualifizierten Fachleuten, also an Meistern, Technikern, Betriebswirten zum Beispiel. Nun soll es also besser werden. Ich möchte Ihnen an einigen Beispielen belegen, dass das Gesetz deutlich zu kurz greift und darum auch unser Antrag, auf ein Grundproblem aufmerksam machen. Zu den Berufsgruppen, die hier über das Meister-BAföG ihre Ausbildung finanzieren können, gehören angehende Erzieherinnen und Erzieher. Das ist vor einigen Jahren dafür geöffnet worden. Vor etwa 2 Jahren schrieb ein junger Mann an den Petitionsausschuss, dass der Abschluss seiner Ausbildung gefährdet sei, er wollte Erzieher werden, weil über das Meister-BAföG nur schulische Ausbildungen finanziert werden und vorgeschriebene Praktika außen vor blieben. Das Bundesministerium hat diese Aussage bestätigt und dem Ergebnis konnte dem Petenten nicht geholfen werden. Der Petitionsausschuss hielt das Anliegen aber für so wichtig, dass er zum Zwecke der Beachtung dieser Petition an das BMBF, also ans Bildungsministerium, weitergeleitet hat, mit der Bitte, das bei der Novellierung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes zu beachten. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Schreibtisch das gelandet ist, aber nach den neuen Gesetzesregeln wäre dem Petenten immer noch nicht geholfen. Und das, obgleich der Gesetzentwurf den Eindruck erweckt, es wäre geschehen. Im Regelfall sollen wie bisher Fortbildungsmaßnahmen gefördert werden, die 25 Unterrichtsstunden an mindestens 4 Tagen der Woche umfassen. Künftig soll es aber auch genügen, wenn diese Bedingung, 25 Unterrichtsstunden an 4 Tagen, in 70% der Wochen eines Maßnahmeabschnittes eingehalten werden. Damit sind die Erzieherinnen wieder außen vor. Denn die KMK hat im Sommer 2015 in der Rahmenvereinbarung zu den Fachschulen festgelegt, dass in den Fachschulrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege mindestens 1/3 der Stunden als, ich zitiere, Praxis in sozialpädagogischen bzw. heilerziehungspflegerischen Tätigkeitsfeldern zu leisten ist. Wenn man zu 70% 1/3 dazu zählt, kommt mehr als 100% heraus. Es kann also irgendwie nicht stimmen. Also ist auch künftig nicht vorgesehen, dass ausbildungsimmanente Praktika gefördert werden sollen. Und da frage ich mich schon, liebe Kolleginnen und Kollegen, was eigentlich eine Petition an den Bundestag bewirkt, die noch dazu vom Petitionsausschuss als berechtigt weitergeleitet wurde. Offensichtlich nichts. Ein zweites Problem. Eine der wichtigsten Veränderungen im Gesetz, Herr Kretschmer hat eben darüber gesprochen, ist die Möglichkeit, auch mit einem Bachelorabschluss eine geförderte Ausbildung nach Aufstiegsfortbildungsgesetz zu erhalten. Diese Regelung reagiert auf Sorgen in der Arbeitswelt, dass man nicht mehr genügend qualifizierte Fachkräfte hat, die zum Beispiel ein kleines Unternehmen gründen können. Da ist was dran. Die gegenläufige Förderung jedoch, also dass ein Meister, Techniker oder Betriebswirt noch ein Bachelorstudium gefördert bekommt, ist ausgeschlossen. Das ist auch nicht vorgesehen. Und das Bundesausbildungsfördergesetz schließt genau diese Förderung aus. Ein vollverzinsliches Bankdarlehen ist unter ganz bestimmten Bedingungen noch möglich, mehr aber nicht. Das wurde mir auch in einer Antwort auf eine schriftliche Einzelfrage Ende des vergangenen Jahres noch einmal bestätigt. Und in der Begründung wurde angeführt, dass der Abschluss einer Fachschule im deutschen Qualifikationsrahmen dem Bachelorabschluss gleichgesetzt sei und 2 gleichwertige Ausbildungen nicht gefördert werden. Das gilt aber eben auch umgekehrt. Und was will man denn nun?
Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Es bedeutet nämlich zum Beispiel, ich bleibe wieder bei den Sozialberufen, dass ein Studium der frühen Kindheit für staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher nicht gefördert werden kann. Und die werden nämlich ausschließlich, fast ausschließlich als Bachelorstudium angeboten. Man kann also künftig problemlos von der Hochschule in die Fachschule wechseln, aber nicht umgekehrt. Durchlässigkeit in den Bildungswegen, auf die Sie immer so gerne verweisen, sieht bitte schön anders aus. Ich kann hier nicht auf die vielen Facetten und Konditionen der Förderungen eingehen. Wenn man sich mal durch die ganzen Gesetze gewühlt hat, ist man wirr im Kopf. Es wird vielleicht auch den Antragstellenden dann so gehen. Und das brachte uns auf die Idee, dass die unterschiedlichen Fördersysteme doch mal nebeneinander gelegt werden müssten und Ausschlussgründe und Lücken zu finden. Und das haben wir Ende des vergangenen Jahres einmal getan und auch noch umfangreiche Recherchen von verschiedenen zuständigen Stellen des Bundes erbeten. Vom BMBF und von der Bundesagentur für Arbeit haben wir sie auch erhalten. Vom BMAS leider nicht, die haben uns sitzen lassen. Wir fordern nun in unserem Antrag, dass die unterschiedlichen Wege der Ausbildungsförderung von der Berufsausbildungsbeihilfe nach SGB III bis hin zu den beiden BAföG-Gesetzen harmonisiert und Förderlücken geschlossen werden. Denn wir müssen doch auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Verläufe beruflicher Bildung und Weiterbildung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert haben. Berufsbiografien gehen heute anders. Und manchmal nicht einfach so geradeaus. Das betrifft sowohl die Reihenfolge der beruflichen Bildungswege als auch die Einstiegsalter. Und darum ist es auch nicht mehr zeitgemäß, Förderkonditionen so unterschiedlich zu gestalten. Und noch ein Beispiel, das ich benennen müsste. Wieso sind zum Beispiel Kinder unterschiedlich viel wert? Eine Studierende mit Kind, die nach BAföG gefördert wird, erhält gerade mal einen Kinderzuschlag von künftig 130 Euro. Eine Meisterschülerin mit Kind soll immerhin 235 Euro erhalten. Ich kann mir den Unterschied nicht erklären. Wir können zum Beispiel auch beide gleich alt sein. Unterschiedlich ist übrigens auch die Darlehenshöhe, die Rückzahlungskonditionen und verschiedenes andere mehr. Und ich verstehe nicht, warum. Und insgesamt, und diese Grundkritik bringen wir auch hier wieder an, orientieren sich alle diese Gesetze nicht hinreichend an den konkreten Lebensbedingungen und Lebenshaltungskosten. So sind 250 Euro Wohngeld, Wohnzuschuss in beiden Gesetzen keineswegs angemessen. Das ist heute schon so. Und das wird, wenn wir mal überlegen, wie oft wir solche Gesetze ändern, in der Zukunft immer noch mehr eine Verschärfung bringen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerkes hat in seiner Stellungnahme wohlwollend signalisiert, dass das ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber angemahnt, dass das eben nicht alles sei. Und dieser letzten Feststellung, dass das nicht alles sein kann, der möchten wir uns gerne anschließen. Es geht uns um mehr Bildungsgerechtigkeit, um gut ausgebildete Fachkräfte, die wir in dieser Gesellschaft an allen Ecken und Enden dringend brauchen. Hier an dieser Stelle, Kooperationsverbot hin oder her, können wir Änderungen herbeiführen. Da brauchen wir die Länder in dieser Weise nicht. Hier können wir gesetzliche Flöcke einschlagen. Und ich habe aus der Rede meines Vorredners schon gehört, dass es offensichtlich doch eine Änderung, was die Darlehenshöhen betrifft, die Zuschusshöhen, die im Gesetz so noch nicht drinstehen. Ich freue mich, dass Sie das schon mal der Regierung unterstellen, aber schließen tun wir es ja. Da bin ich guter Hoffnung. Vielleicht können wir die eine oder andere Lücke, die sich in diesem Gesetz regeln lässt, auch noch mitschließen. Dann hätten wir ein Stück des Weges geschafft, aber eben, und das bleibt auch dabei, noch nicht alles. Ich will noch eine Anmerkung machen zum Änderungsantrag oder zum Antrag, es ist kein Änderungsantrag der Grünen, Änderungsanträge stellen wir vielleicht später. Werden wir uns im Ausschuss nicht sowieso schon einigen. Aufstiegsfortbildung ist ganz sicher ein Bereich der Weiterbildung. Und der Ansatz in Ihrem Antrag, dass man auch andere Bereiche der Weiterbildung durch eine entsprechende Förderung bedenken muss und dass man das zusammenführen sollte, dem kann ich ein bisschen was abgewinnen. Ich würde das jetzt nicht mit Bildungszeit Plus bezeichnen, weil ich finde, das Plus besagt jetzt noch gar nichts. Ja? Aber über manche Forderungen in Ihrem Antrag können wir uns gerne unterhalten. Manche Probleme haben wir auch. Ich gebe aber zu bedenken, das Aufstiegsfortbildungsgesetz kommt aus der dualen Berufsausbildung. Und der Folge danach. Es ist jetzt geöffnet worden für unterschiedliche Berufe. Das macht wahrscheinlich auch das Problem aus, dass es nicht immer passt.
Aber wenn wir nun sozusagen die Weiterbildung, die gesamte Weiterbildung da hineinbekommen wollen, dann haben wir wirklich ein Problem. Denn das ist zu einem großen Teil Ländersache. Und deswegen reden wir heute Abend auch noch mal über das Kooperationsverbot. Vielen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Hubertus Heil.